Weil genau deswegen ist es ja bei uns. Weil niemand erwarten würde, dass es hier ist. Weil es niemand durch Ja, weil ganz es eine Dapazia geschickt. unglaublich dumme Idee ist. Ja, aber sie hat doch funktioniert. Niemand würde diese Ja, Kugel bei uns großartig. vermuten. Also bisher haben alle guten Ideen, eure intelligenten, super intelligenten Ideen nicht dazu geführt, dass die schwarzen Lande vernichtet oder doch nicht entstanden sind. Also hört mir auf mit euren ach so tollen Plänen. Die gehen auch alle zum, die gehen auch alle, die rutschen auch alle das Klo runter, schneller als man Kacke sagen kann. Die schwarzen Lande sind ein Problem und wir müssen dagegen kämpfen. Und dann müssen wir mit allen Mitteln dagegen kämpfen und mit allen Zwölfen, nicht nur mit Prajos. Und mit allen Opfern. Ihr sprecht gefährliche Worte. Mit allen Mitteln gegen die Feinde kämpfen. Mit allen Das Mitteln die ist Zwölfe uns zur nur der Verfügung stellen. Grundsatz dafür, wieso so viele gefallen sind und so viele übergelaufen sind. Weil sie mit allen Mitteln ihre Prinzipien vergessen haben. Mit allen Mitteln, die die Zwölfe uns zur Verfügung stellen. Dazu zählt nicht nur Prajos. Ich wünschte, Isinde hätte euch mehr gesegnet. Ja, und ich Ich wünsche, schüttel den Stex hätte Kopf euch mehr und gesegnet. Wir können noch marschiere los. tagelang diskutieren, aber das bringt nichts. Wir sollten aufbrechen. Ich hoffe, Perrine wird uns alles verzeihen. Das ist nicht das erste Mal, dass wir uns fragwürdige Methoden zu eigen machen. Vor Lebt uns endlich liegt damit. Berla. Wir sollten uns in Berla eine freie Stube suchen und dort die Nacht verbringen, bis wir dann morgen in Verheim eintreffen. Ja, sieht hier Ja, aus das wird wie ein ein Tuckerkopf. Na dann auf. Auf. Ich Ja, brauche einen Schluck Toten Alkohol. brauchen Wie Abe mir damals zu treffen bemerkte. Sie kommen. Die Wolke. So könnt ihr euch in Berla zurückziehen. Ich muss gerade überlegen, welches Datum wir haben. Müsste jetzt der 21. sein, richtig? Am 20. war die Wolke in Gallus, dann seid ihr einen ganzen Tag jetzt geritten, dann müsste es jetzt der Abend des 21. sein. Das klingt richtig. Achso, das Problem war einfach hier, mein Protokoll müssen wir gleich sowieso mal durchgehen, weil hier am 19. Perine kommen wir nach Gallis. Ne, am 18. Perine nachts sozusagen, morgens, wie auch immer, dann haben wir geschlafen bis 10 Uhr morgens, dann war es sozusagen der 19. Perine. Dann sind wir losgeritten und haben die anderen in Talf getroffen. Aber da weiß ich nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist. Ich dachte, ihr werdet abends in Talf angekommen. Wenn ihr um 10 in Galles los seid, seid ihr alle höchstens nachmittags in Genau, weil Talf angekommen. Jalan und Co. wollten ja Genau, auch dann müsste jetzt der 20. sein, wenn wir sozusagen weiter geballert sind. Ja, warte, vom 19. den ganzen Tag haben ja Jalan und so dann Zollteich und so erkundet. Dann habt ihr am 20. seid ihr aufgebrochen und vom 20. Seid ihr dann einen Tag bis nach Berla geritten. Das heißt, wir haben es jetzt den 20. Perine nachts. Könnt ihr dann schlafen? Das heißt, wir haben jetzt morgens den 21. Man muss recht verwirrend, wenn man nachts nicht pennt. Ja, wieder keine Regeneration. Irma bekommt 2 Lebenspunkte dazu und alle anderen minus 1. Denkt dran, dass sie alle erst eine 8 von Karino gekriegt hat. Genau, erst einmal 8 und dann minus 1. Die 8 Punkte von Kieras haben Ömer nicht beeinflusst, weil er sowieso über dem Maximum ist. Ja, habe ich auch nicht aufgeschrieben gehabt, weil ich ja schon ein bisschen Genau, du getrunken warst ja sowieso auf dem Maximum. Aber jetzt nochmal plus 2 temporäre Lebenspunkte dazu. Die bekommst du weiterhin. Während dein Körper verfault und matschiger wird. habe. Jetzt der 21. Perine, wenn wir starten, ne? Genau, jetzt haben wir den 21., wenn ihr denn geschlafen habt. Ich glaube, für irgendwelche Geschichten ist die Stimmung Die nicht gut Stimme. genug. Und so könnt ihr am 21. einen ganzen Tages, ja, Marsch, ein strammer Marsch, weil die Pferde nicht mehr funktionieren, in Richtung Werheim machen. Ja, wenn ihr links und rechts die verlassenen Wege euch anseht, viele matschige Felder, wie Wege sind dann verlassen. Ihr könnt viele Fluchtspuren erkennen, die nach Norden und nach Süden, vor allem nach Norden aufgebrochen sind, weil die Dergel dann ja keine Flucht zulässt. Der reißende Fluss, der Strom lässt nicht zu, dass irgendjemand darüber flieht, wenn es keine Brücke oder keine Furt gibt. Dann erreicht ihr nach einem Tag des Marsches gegen Abend das Mithraelsfeld. Ihr könnt sehen, dass sich hier einiges getan hat.
Die Brücke ist mit weiteren Fähnchen, die wohl von der Effort und der Swafnir-Geweihten versehen worden ist, wurde dort versehen. Ihr könnt auch noch einige, vor allem Ömer wird das erkennen, zwergische Runen an der Brücke erkennen und mit dem richtigen Blick auch Sprengstoff. Kleine Fässer mit verschiedenen Alchemikern darin, die dann auf besondere Arten dann explodieren könnten, so wie sie da angebracht sind. Gibt dann wohl irgendwelche Zug- und Reißmechanismen, verschiedene Absicherungen. Könntet euch dann mit Alchemie noch einmal mit einem weiteren Blick darum bemühen, aber ansonsten auch weiterreiten. Die Felder vor euch sind leer. Links und rechts einige Maulwurfshügel, zumindest sieht es so aus, wirkt so, als ob da irgendjemand Erde nach oben gegraben hat, allerdings viel größer. Vielleicht haben die Zwerge hier ihre Stollen angelegt. Ihr könnt dann, zu später Stunde, noch dann über die breite Straße gehen. Die Häuser sind hier allesamt verlassen und vor euch die eiserne Stadt. Die Türen und Tore von Werheim stehen offen, Glockengeläut und Hörner, die euch entgegenschallen, wenn ihr dann angekündigt werdet, das Kriegstor ist geöffnet. Gibt mehrere Regimenter von schweren Gardereitern, die euch dann entgegenreiten, von den Zinnen blicken euch hunderte von Soldaten entgegen, das kaiserliche Herbern hat die Truppen des Reiches zur Verteidigung von nach Werheim geholt. Einige Gräben, die hier gebuddelt worden sind, gerade dann kurz vor der Stadt, riesig groß. Und es gibt dann auch einige Mechanismen, die hier dann dafür sorgen, dass die Dergel den Bereich fluten könnte. Allerdings ist noch kein Wasser bis dahin eingedrungen. Zahlreiche Zelte, die dann dahinter stehen, Fahnen, Wimpel, Flaggen, Horasreich, Al-Anfa, Weiden, Torwal. Alle sind sie hier. Alle haben sie sich hier versammelt, blickt dann die schimmernden Waffen und die Schilden entgegen, marschierende Kohorten, rumpelte Trosswagen und auf dem einen oder anderen Hügel auf einem Feld oder am Feld stehen dann Dutzende von Fahnen, die dann zu den Obristen und den Marschällen gehören, den Marschällen des Reiches. Auf einem der Hügel könnt ihr dann sitzen sehen Hochkönig Albrax gemeinsam mit Igna und ungefähr 10 anderen Zwergen, die ihr noch nie gesehen habt. Neben sich seine kostbare Axt und den Helm abgelegt, trinken sie dort Bier und erfreuen sich. Haben wohl gerade gebuddelt, ihre Hände sind tiefschwarz und ihre Schaufeln stehen immer noch neben ihnen. Angrosch zum Große, schön, dass ihr hier seid. Angrosch zum Dank. Schön, euch auch zu sehen. Und? Habt ihr Dabatien evakuiert? So weit würde ich nicht gehen. Wir haben gerettet, was zu retten war. Guter Witz. Oh, ihr seht nicht ganz zum Lachen zumute aus. Na, die sind einfach nur miese Peter. Lasst euch nicht runterziehen. Habt ihr eure Gräben gebuddelt? Viele Stollen, die wir gebuddelt haben. Das ganze Mithraizfeld ist unter uns ein riesiger Stollen. Angrosch wäre stolz auf uns. Das ist er bestimmt. Schaut nicht so traurig. Sind da nur Untote. Auch wenn das ihr im Irre macht, denn sie werden in einigen Tagen hier sein. Ja, und das wissen wir doch. Ihr tut so, als ob euch das eine neue Information wäre. Richtig, jetzt kann man nur noch feiern. Ein letztes Mal. Vielleicht. Habt ihr irgendwo noch ein paar von mir, die das gleiche Tattoo haben wie ich? Und ich ziehe mir meine Armpanzer hoch. Solche? Habt ihr solche gesehen? Ja, ich hab dir schon angesprochen. Zweimal schon. Seht alle gleich aus. Gerade wenn ihr so groß seid. Hab sie angesprochen. Hey, hier Raphim. Und dann hießen sie gar nicht Raphim. Frechheit. Ja, kann gar nicht sein, ne? Die sitzen irgendwo in der Stadt. Weiß nicht, wo die sich zurückgezogen haben. Bei so ein paar Unflätigen, die sehen genauso aus wie du, Kiaras. So braungebrannte Haut. Alandvanische Landsmänner, die sind also hier. Schön. Ich hoffe, ich habe noch die Zeit, sie zu besuchen. Ja, ich glaube, die sitzen irgendwo beim Rondra-Tempel oder so, da in der Nähe. Ach, wie denn beim Rondra-Tempel? gibt keinen richtigen Chor-Tempel. Ja, richtig.
Naja, dann, ne? Ihr seht so mies gelaunt aus. Ach. Unfassbar. Menschen, wenn ihr mal 200 Jahre alt seid, dann will ich euch mal sehen. Ich glaube, wenn ich 200 Jahre alt bin, willst du mich nicht mehr sehen. Da bin ich schon sehr lange tot. Ja. Ist ja, da eure Artillerie eingetroffen? Währenddessen könnt ihr sehen, wie dann die Reiter aus den Toren herausgeprescht sind und dann im Galopp zu euch heran sind. Artillerie. Naja, das ist da. Steht auf den Mauern. Ah, schön. Halt, Empreiers Namen, wer seid ihr? Weist euch aus. Empreiers Namen, Greifenmund und Gefolge. Sehr gut, die Gaugrafen sind wieder eingetroffen. Wo ist der Rest von den Apatian? Die meisten sind gen Norden ausgewichen. Gen Norden? Wir haben Zelte aufgebaut für Zehntausende. Und der endlose Heerwurm bewegt sich schneller als erwartet. Auf der Reichsstraße wären sie aufgerollt worden. Also gut. Bring uns zur Heeresführung. Jawohl. Milady, ich werde euch nicht anzweifeln. Folgt mir. Braucht ihr Pferde? Ja. Auf welche Pferde? Habt ihr gehört? Die Gaugrafen. Absteigern! Ja, daraufhin werden dann von ganz hinten 6 Pferde gebracht. Ihr könnt dann sehen, wie die Kavalleristen dann wohl abgestiegen sind. Und euch werden neue Pferde gereicht. Nun, voran. Bringt uns zum Feldherrnhügel. Ihr könnt auch hier bleiben. Hier sind die besten Feldherren. Ihr müsst lachen, wenn der Hochkönig einen Witz macht. Zumindest ist hier die meiste Erfahrung versammelt, da bin ich sicher. Lasst euch nicht von den Untoten hier überraschen, ne? Albrax, ich möchte euch gerne noch in der Schlacht an meiner Seite sehen. Du kannst mir nachher nochmal ein Bier rüberbringen, auf eben. Ja, kommt doch vorbei. Ich besuche mal meine Jungs. Das wird bestimmt lustig. Ja, so könnt ihr dann mit den neuen Pferden einmal aufsatteln und in Richtung des Feldherrnhügel reiten. Erstmal in grob in Richtung Wehrheim und dann, ja, an der Stadt vorbei, um dann über das Südtor die Stadt zu betreten. Ja, durch viele gerade, schnurgerade Gänge geht ihr dann in Richtung, muss gerade mal schauen, Burg Kamalett. Ja, hier anwesend Marschall, es gibt viele verschiedene, die Koscherin Angunde von Falkenhag ist natürlich hier. Dann haben wir natürlich Emani Benain, die anwesend ist. Ludolf von Wertling, der Marschall. Und Hagrobald Gundwin vom Großen Fluss, Danos von Luring, Rondrasir Löwenbrand von Arivor, die gesamte Spitze, die euch auch im Turnier bereits begegnet ist. Ja, könnt dann absteigen und dann das Zelt, was hier auch aufgebaut worden ist in Burg Kavermanet, könnt ihr dann betreten. Vor euch ein großer Kartentisch, davor steht dann auch Rondrasir wieder mit seiner Augenklappe im Gesicht und berät sich da dann wohl gerade. Ema ist natürlich auch anwesend, wenn ihr dann hineintretet. Ja, werdet ihr begrüßt. Vor allem dann von Rondrasil, der ist wohl hier aktuell als Herrmeister und als Erzprätor der Wortführende. Natürlich ist dann Ema die Höchste, aber er hat die höhere Funktion, zumindest zur Zeit. Rondra, zum Gruß. Schön, dass ihr wieder hier seid. Wie ist die Evakuierung gelaufen? Oh, zum Dank, Eure Exzellenz. Biscalles wurde in Bewegung gesetzt, was ich bewegen konnte. Biscalles? Runzelt ein bisschen die Stirn. Das ist gut. Was ist mit dem Rest? Der Rest war nicht zu erreichen. Was meint ihr damit, nicht zu erreichen? Also, wie viel von Dapazien habt ihr denn mitbekommen? Habt ihr Burgrabenmund abgeklappert? Wart ihr bei Bergart? Wir haben uns auf die Baronien entlang der Reichsstraße konzentriert. Answin von Rabenmund hat es vorgezogen, seine eigenen Anstrengungen zu unternehmen. Ochsenmarkt. Ochsenmarkt wurde Dobirach. Zu weit außerhalb des Weges empfunden. Oh, aha. Wie sieht es denn aus mit den anderen Baronien? Friedfang, Opstein, Misslausen, Zippelding. Hexenmoos? Konnte nicht mehr erreicht werden. Was mit Ramholz? Was mit Wolkenried?
Die Flüchtlinge von der Reichsstraße haben sich größtenteils gen Norden verteilt und werden von dort aus die anderen im Gefahrengebiet liegenden hoffentlich ebenfalls warnen. Gut, dann muss ich darauf vertrauen. Hoffen wir, dass sie dort nicht allzu lange sitzen müssen. Wann wird der schwarze Herr hier sein? Könnt ihr eine Abschätzung treffen? Wie schnell sind sie? Auf jeden immer. Ihr konntet sie beobachten. Wir haben vor ein paar Tagen Nachricht bekommen von einem Rondrianer, Loy Löwenherz, der hier auftauchte und uns bereits darüber informierte, dass am 16. die Tore gefallen sind. Ich denke, in spätestens 2 Tagen dürften sie hier sein. 2-3 Tage maximal. 2 Tage. Also am 16. waren sie an der Trollpforte, am 19. waren sie 7 Meilen entfernt von Gallis. Das heißt, sie werden spätestens Gallis an dem Tag noch erreichen mit ihrer gesamten Armee. Rechnet es euch aus. Okay. Gut, wir... noch Informationen. Ja, mit allem heraus. Und die Sana von Pericum wurde auf Burg Rabenmund gesehen. Auf Burg Rabenmund? Ja. Ebenso gedenkt Answin der Jüngere, seine Truppen zurückzuhalten, um, wie er versichert, dem Feind in den Rücken fallen zu können. Verräter. Barina von Mersing führt die Speerspitze der Untoten an. Und zusammen mit Lutisana können wir uns ausrechnen, wo das hingeht. Meint ihr, dass sich Lutisana und Varena von Mersing verbünden werden? Ist Anzin ein Reichsverräter? Der jetzt für den schwarzen Drachen streitet. Ich werde keine unbewiesene Anschuldigung tätigen. Aber wir müssen uns auf die Möglichkeit vorbereiten, dass Lutisana die Seiten wechseln wird. Wenn Lutisana dort ist, gemeinsam mit hier ist auch ein Oberst verschwunden. Habt ihr ihn dort ebenso gesehen? Hat er auch die Seiten gewechselt? Während ich auch hier keine unbewiesene Anschuldigung tätigen möchte, wurde er in der Tat dort gesehen. Der Reichserzbischof. Rabenmund hat außerdem Andeutungen gemacht, dass, sollte die Reichsregentin hier fallen, ja jemand von blauem Blut überbleiben muss. Das ist Verrat. Das sollte man mit ihm ausdiskutieren, wenn die Sache hier vorbei ist. Wir müssen dringend mit der ersten Hofmager sprechen. Was möchtet ihr von mir? Verzeiht, Euer Eminenz, ich habe euch nicht gesehen dort hinten. Seid versichert, dass ich mich von meinem Gemahl distanziert habe. Ich habe mit den Rabenmundern nur noch gemein, dass ich ihren Namen teile. Wenn ihr die Güte hättet, uns eine private Audienz zu gewähren. Sie schaut einmal kurz zu Ema, die nickt nur. Und dann kommt sie mit steifem Gesicht mit. Also gut. Unsere Boten waren schnell. Die Garden des Reiches stehen wie ein Mann. Es gibt nur einen Ort, an dem der Marsch des endlosen Heerwurms endet. Und dieser Ort ist hier. Ja, und mit diesen Worten im Rücken könnt ihr dann noch hören, wie es weitere Besprechungen gibt. Informationen, die dann über Varena von Mersing und Lutisana ausgetauscht werden. Und ihr könnt, oder zumindest Yalan kann dann gemeinsam mit der Erzmager sich in der Burg einmal umsehen, um sie ein stilles Plätzchen zu finden. Möchte jemand mitkommen oder möchte Yalan das alleine tun? Wir wollen alle mitkommen. Haben wir Isabel? Ja. Gut. Dachte, wir gehen alle hin. Ja, dann seid ihr alle da. Gut. Euer Spektabilität, erinnert ihr euch an die Audienz mit dem schwarzen Auge, bei der wir zugegen waren? Ich erinnere mich. Es kam wohl heraus, dass ihr mit einer Vision zu tun hattet,
mit der auch ein Gefährte von uns zu tun hat, Ömer hier. Davon ist mir nichts bekannt. Das Auge des Morgens hat in letzter Zeit wenig Geheimnisse von Satinav geteilt. Ich weiß leider selbst nicht genau, worum es geht. Man bestand darauf, mir nichts mitzuteilen. Von daher überreiche ich das Wort an Ömer Ibn Hamil und an Sven von Werheim. Also ich wurde von Drego von Angebruch dazu beauftragt, euch zu einem gewissen Zeitpunkt auf einem Schlachtfeld ein Artefakt zu übergeben, womit ihr dann wisst oder was zumindest irgendwie das schwarze Auge gesehen hätte, dass ich euch das übergebe in diesem Moment. Und ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit das wichtig ist oder nicht wichtig ist. Auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, von wann diese Vision stammt. Ich weiß nur, dass Drego von Angebruch sozusagen seine Befehle wohl von dem ehemaligen Leiter der KGA hat. Hochmeister Rafferian tobt, dann weiß ich, um welches Artefakt es sich handelt. Und so wie er aussieht, weiß ich auch, um welche Entität es sich dabei handelt. Okay. Der Name ist die Plagenknolle. Ja. Großmeister Rafferian hat diesen Namen öfter erwähnt. Ihr solltet euch auf alle Fälle behandeln lassen, denn das kann nicht gesund sein. Wir haben hier in der Stadt den Prius-Tempel der Illuminata, ein Kloster des Ordens der Heiligen Hüter. Wir haben hier ebenso einen Zar-Tempel. Ich glaube, es wäre das Weiseste, wenn man den Prius-Tempel um etwas Koschbasalt bittet, um dieses Artefakt, von dem wir dessen Herkunft wir nicht kennen, einschließen. Ja, aber das Problem ist, alles unter zwei Handvoll Spann Koschbasalt hilft nicht. Also ein bisschen ist nicht tragbar. Ansonsten wirkt's nicht. Nemrod wollte offensichtlich, dass ihr das Artefakt erhaltet, um, bin ich sicher, irgendetwas zu tun. Nemrod. Ebenso ist es wohl meine Pflicht, Aferian über den Verbleib der Knolle zu informieren. Aber wenn ich ihn nicht sehe, was durchaus noch einige Tage dauern kann, kann ich ihm wohl schlecht Bericht erstatten. Was ist das überhaupt für ein Artefakt, wenn ihr schon davon gehört habt? Ich habe mich darüber informiert, als der Hochmeister vor, einigen Tagen sehr aufgebracht in Werheim herumstolzierte und die Herausgabe verlangte, die wir natürlich nicht erfüllen konnten. Wir wissen nichts über diese Plagenknolle. Nichts. Die hochwürdigen Bandstrahler ziehen es vor, dass sie Artefakte in ihren Kammern einschließen, anstatt dass sie untersucht und vernichtet werden können. Das ist kurzsichtig. Ich bin nicht hier, um mit euch theologische Diskussionen vom Zaun zu brechen. Das hat nichts mit Theologie zu tun, sondern nur mit Hesindes-Weisheiten und wie man sie nutzt. Dann nutzt sie. Irgendetwas wird euch wohl einfallen. Wollen wir das Artefakt übergeben haben, jetzt oder wie in der Vision später? Also ich weiß nicht genau, ob es wirklich auf dem Schlachtfeld passiert oder jetzt. Mir wurde gesagt, dass ich das euch auf dem Schlachtfeld übergebe. Sie muss wohl irgendeine Art von Waffe darstellen gegen den Feind. Wenn wir aber nichts über diese Waffe wissen, können wir sie auch kaum einsetzen. Wir müssen sie also analysieren. Das müssen wir wohl. Und ich weiß nun, dass ihr sie besitzt.
Ich weiß allerdings nicht, was ich mit der Plagenknolle anfangen kann oder soll. Eine Analyse würde natürlich Sinn machen. Ich weiß aber nicht, warum zu diesem Zeitpunkt. Werden wir Satinov also keinen Streich spielen, denn das ist immer ungesund. Und ich komme noch einmal, wenn die Schlacht denn tobt, auf euch zu und werde euch darauf ansprechen. Kümmert euch also erst einmal darum, dass die Plagenknolle sicher weggeschlossen wird und ihr euch in einem Zartempel kuriert. Wir werden sicherlich einige Koschbasaltkammern auch hier finden. Aber wem können wir denn vertrauen? Nein, wem können wir es geben, um es am Ende wieder zurückzubekommen? Richtig. Nicht dem Bahnstrahl. Unglücklicherweise. Aber ihr seid doch Mitglied der Bahnstrahler. Könnt ihr euch nicht so etwas wie einen Schlüssel zu den Kammern hier im Prius-Tempel besorgen, sodass ihr dieses Artefakt dort einschließt und später wieder rausnehmt? Das wäre doch kein Diebstahl. Sicherlich nicht. Im Prius-Tempel sollte man es einlagern können, nur nicht auf Burg Auralet. Wenn es dort einmal verschwindet, wird es nie wieder auftauchen. Nein, ich gehe davon aus, dass wenn diese Vision tatsächlich stimmen sollte, dass wir dieses Artefakt recht bald brauchen werden. Und dann sollte es nicht in Auralet liegen, sondern nur wenige Handgriffe von uns entfernt. Vielleicht hat der Hochkönig ja Basalt, vielleicht sogar Blaubasalt mit. War doch keine Kammer. Ich will ja nichts sagen, aber wir haben es jetzt schon einige Tage mit uns geführt. Wenn die Schlacht tatsächlich morgen oder übermorgen anfängt, ist es vielleicht besser, es einfach noch bei uns zu behalten. Der Einfluss, den es in wenigen Tagen auf das gesamte Heer üben könnte, könnte sich als fatal erweisen. Dann besorgt ihr euch mit euren, mit euren Ordensbefugnissen einen Schlüssel und schließt es dort ein. Danach werdet ihr alle im Zartempel ein Bad nehmen, und zwar ausgiebig. Das scheint mir die weiseste Vorgehensweise zu sein.